Moin Freunde und willkommen zu einem weiteren neuen Video. Ich musste das vorherige Video nochmal aus Datenschutzgründen runternehmen. Ich glaube, die meisten haben das schon gesehen. Aber da waren Daten drauf, die eigentlich keinem was angehen. Deswegen habe ich das Ganze nochmal sicherheitshalber runterbekommen, weil ich möchte mit Epic Games auch wirklich keinen Stress haben. Ich verstehe mich mit Epic Games wirklich sehr gut. Auch per E-Mail habe ich da mit denen auch Kontakt. Ich habe mit denen auch schon bereits per E-Mail Kontakt aufgebaut, um das Ganze nochmal den Sachverhalt zu klären. Aber egal, um das geht es jetzt gerade gar nicht, denn für euch nochmal eine kleine Information. Wir erhalten ein neues Event ab dem 8. Februar bis zum 23. Februar, Freunde. Das, was oben drüber ist, das habe ich jetzt einfach mal, ich sag mal, verpixelt, dass man das nicht sehen kann. Um was geht's denn genau, Freunde? Es geht darum, dass man ab dem 8. Februar bis zum 23. Februar, die Creatoren bekommen ein Event. Und in diesem Zeitraum erhalten die Leute, die dann einen Creator-Tag eintragen, kostenlosen Loot. Und dieser kostenlose Loot ist diese Tarnung hier, diese lilafarbene Tarnung. Und diese Tarnung bekommt ihr, wenn ihr einen Creator-Tag eintragt. Ihr müsst nicht unbedingt mich eintragen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich damit supporten würdet. Das heißt, wenn ihr meinen Creator-Tag eintragt, Whiskey, den ich euch ganz kurz einblende, könnt ihr mich dabei supporten, Freunde. Und mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Ihr müsst nicht V-Bucks ausgeben oder sonst was. Ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie Geld einzahlen oder so, sondern einfach nur den Creator-Tag eingetragen haben. Und wenn dann das Update kommt, 7.4.0 soll das Update dann sein, sollten diese Gegenstände bzw. dieser Gegenstand dann bei euch im Inventar verfügbar sein, in Fortnite Battle Royale. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach nur den Creator-Tag eintragen. Ich würde mich natürlich freuen, wie gesagt, wenn ihr meinen einträgt. Und ich möchte ihn jetzt nicht so die ganze Zeit werben. Natürlich, ihr wisst ja da Bescheid. Das würde, glaube ich, jeder machen, der einen Creator-Tag hat, das in seinem Video werben. Wäre ja blöd, wenn man es nicht tun würde. Also jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Auf jeden Fall, wenn ihr das macht, wie ihr einen Creator-Tag einträgt, das solltet ihr, ich glaube, mittlerweile schon wissen. Rechts unten steht dann in der im Fortnite-Shop oder im Battle Royale-Shop jetzt oder in Rettet die Welt, wenn ihr seid. Rechts unten unterstützt einen Creator, da tragt ihr einfach Whiskey ein, wenn ihr möchtet, auf Annehmen drücken und dann einfach mal ein bisschen gedulden. Denkt dran, alle 2 Wochen wird das Ganze resettet, das heißt, ihr müsst dann innerhalb von 2 Wochen dann wieder den Creator-Tag eintragen. Falls dann bis dahin das Update noch nicht da ist, solltet ihr immer davon ausgehen, dass ihr den Creator-Tag eingetragen habt. Und man kann es in einem Zeitraum zwischen dem 8. bis zum 23. Februar machen. So, und das ganz große Tolle jetzt für die Creatoren ist auch noch, also jetzt in meinem Fall, während dieses zeitlich begrenzten Events schalten wir für euch Creators Zugriff auf Fortnites benutzerdefinierte Spielersuche frei. Dies wird der erste groß angelegte Test für unsere benutzerdefinierte Spielersuche sein, also gib uns bitte dein Feedback. Also ich habe dann die Aufgabe praktisch, Epic Games dann Feedback abzugeben. Ich habe euch bereits ja gesagt, ich glaube, im vorherigen Video habt ihr es vielleicht noch mitbekommen, ich habe es aber auf dem Discord auch geteilt, dass wir dann ein Whiz-Turnier starten werden. Moment, Leute, ihr wisst Bescheid, dass wir Geld und so weiter damit nicht einbinden dürfen, ist auch von Epic Games nicht erlaubt. Wir werden andere Preise da vergeben, jetzt muss das nicht immer echt Geld sein. Ich denke mal, der Spaßfaktor ist hier im Vordergrund und natürlich kann man was gewinnen, es muss aber kein Geld sein, es kann ja auch mal Ingame-Sachen sein, es kann... sagen wir mal, ein besonderer Rang bei uns im Discord sein oder irgendwas, ist nur als Beispiel, ja, ich will jetzt nicht irgendwas werben, da werde ich mir noch was einfallen lassen und mich noch erst etwas mal informieren, was ich so für euch anpreisen kann. Für mich ist halt wichtig, der Spaßfaktor ist da und die Leute haben dann Spaß bei diesen Turnieren, die wir dann veranstalten können mit den benutzerdefinierten Spielen. Mehr will ich dazu nicht sagen, Freunde, ihr wisst jetzt auch Bescheid wegen dem kostenlosen Loot, den ihr erhalten könnt. Wie gesagt, mein Creator Tag ist Whiskey, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, haut da rein, ciao.